begrüßen Sie mit mir recht herzlich, liebe Freunde, unseren Generalsekretär Dr. Peter Tauber. Schön, dass Sie da sind. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen im Konrad-Adenauer-Haus. Ich sehe viele, die sich schon lange in der CDU engagieren, engagierte Mitglieder. Ich sehe auch viele, die ganz, ganz neugierig sind, was wir hier heute tun. Ich sehe auch Vertreter der Presse, die sich fragen, warum macht die CDU diese Veranstaltung? Worum geht es uns? Worum geht es auch denen, die heute zu uns kommen? Ich finde, das sind ganz gute Voraussetzungen dafür, dass es ein spannender Tag werden kann. Jetzt haben wir noch draußen schlechtes Wetter bestellt. Aufs Wetter komme ich gleich nochmal. Und sodass wir uns hier es etwas gemütlich machen können, heiß diskutieren können. Und wenn wir nachher ein bisschen Gelegenheit haben, mit unserer Vorsitzenden, der Bundeskanzlerin, zu sprechen, dann kann ich sagen, Sie dürfen Sie alles fragen. Vielleicht muss nicht jeder noch ein Selfie machen, weil jedes Selfie mit der Kanzlerin tut mir persönlich weh, weil mit mir hat sie noch keins gemacht, sonst macht sie gerne welche. Also scheuen Sie sich nicht. Deswegen ist Frau Merkel hier, deswegen bin ich heute hier, um mit Ihnen neben den spannenden Diskussionen in den verschiedenen Foren auch ganz persönlich ins Gespräch zu kommen. Ich bin selber bei mir zu Hause, ich komme aus Gelnhausen, eine wunderschöne kleine Stadt in Hessen. Na, so klein ist sie eigentlich gar nicht. War schon Reichsstadt, als von Berlin noch keiner sprach. Da komme ich also her und bin dort CDU-Vorsitzender und mein Vorgänger, der liebe David Lupton, der eigentlich heute gerne gekommen wäre, Sie hören es am Namen, Engländer, hatte dieses schöne Amt vor mir. Und immer wenn er, oder in den Jahren, in denen er Vorsitzender war, hat es geregnet, wenn wir Sommerfest hatten. Was vielleicht daran liegt, dass er Engländer ist. Inzwischen darf ich das machen, aber er engagiert sich weiter in unserer Partei, ist Ortsvorsteher bei uns in Gelnhausen, kümmert sich und jeder kennt ihn. Wenn du ein Problem hast in Gelnhausen, gehst du zum David. Und das finde ich so faszinierend und so schön, dass gar keiner mehr fragt, wo der David eigentlich herkommt. Und seine Kinder haben mit mir Abitur gemacht und deren Kinder, die haben schon welche im Gegensatz zu mir, gehen jetzt dort in Gelnhausen in den Kindergarten und gar keiner würde mehr auf die Idee kommen zu fragen, was macht er hier, fühlt er sich hier zu Hause, engagiert er sich hier, sieht er seine Zukunft hier. Das ist alles mehr oder weniger selbstverständlich. Ich habe einen Freund hier, den ich nachher hoffentlich auch noch mal persönlich sehe, mein Freund Benjamin Carlos Harris, der ist gebürtiger Amerikaner, hat auch Kinder, kommt bei mir auch aus der Gegend. Und für dessen Kinder und hoffentlich dann irgendwann meine, wird sich diese Frage gar nicht mehr stellen, wo kommt man her, weil das sind dann beides Gelnhäuser oder Büdinger. Wenn ich in Berlin unterwegs bin, und ich hatte wirklich ein Erlebnis, das mich fast zu dieser Veranstaltung heute geführt hat, dann erlebe ich manchmal noch spannendere Dinge als bei mir zu Hause. Ich hatte die große Ehre, die Schirmherrschaft zu haben bei einer Veranstaltung des Vereins Typisch Deutsch. Und dann dürfen Sie sich nicht so Urgermanen wie mich vorstellen, wenn wir über Typisch Deutsch reden, sondern dann stellen Sie sich junge Menschen vor, deren Eltern aus allen Teilen der Welt nach Deutschland gekommen sind und die dann hier Kinder bekommen haben. Oder die ihre Kinder in ganz jungen Jahren mit nach Deutschland gebracht haben. Und dieser Verein, Typisch Deutsch, der kümmert sich um diese Kinder, gibt ihnen eine Perspektive, diskutiert mit ihnen darüber, wo ist eigentlich ihr Platz in dieser Gesellschaft. Ich hatte das große Glück, dort die Schirmherrschaft zu haben, bin dorthin gekommen und wurde von der Vorsitzenden, die ja heute auch mit uns diskutiert, mit den Worten begrüßt, Herr Tauber, Sie können da jetzt reingehen und mit den 200 jungen Leuten diskutieren, aber sagen Sie bitte nicht das Wort Integration. Die brauchen nicht integriert werden. Das sind alles Berliner. Und das ist richtig. Ich bin in Berlin der Fremde. Ich bin hier nicht geboren. Ich fühle mich in Gelnhausen meistens auch ein bisschen wohler. Das ist nicht meine Stadt in dem Sinne. Sondern die 200 jungen Leute, die da vor mir saßen, die haben mir sehr deutlich gesagt, das ist ihre Stadt. Und sie fühlen sich als Berliner. Und ich war dann auf einmal der zugewandert war. Es war eine sehr spannende und interessante Erfahrung für mich. Und ich habe deswegen darüber lange nachgedacht, weil es für uns als CDU um eins geht. Wir versuchen, die Menschen in Deutschland zusammenzubringen, denen es nicht egal ist, wie dieses Land morgen aussieht, sondern die sich verantwortlich fühlen für ihre Familie, in ihrem Unternehmen, für ihre Nachbarn und vielleicht am Ende auch für das große Ganze. Ja, für die Frage, was wird eigentlich morgen aus Deutschland? Weil man hier lebt, weil man sich hier wohlfühlt, weil man weiß, dass die Kinder hier leben werden.
Und das hat nichts damit zu tun, dass man vielleicht andere Wurzeln, andere Erfahrungen in der eigenen Familiengeschichte mitbringt. Und wenn wir als Union wollen, dass die besten Köpfe dieses Landes sich gerne dieser Verantwortung stellen und sagen, ja, es ist mir nicht egal, wie es morgen aussieht. Und ja, ich kann was dazu beitragen. Und wenn wir dann als CDU noch wollen, dass die das möglichst bei uns in der Partei tun, dann müssen wir sie einladen. Weil ich persönlich nicht der Meinung bin, dass man einfach nur die Tür aufmacht und dann strömen die Massen herein. Ich glaube, dass es auch eine Frage der Wertschätzung von Menschen ist, dass man auf sie zugeht und sagt, du kannst einen Beitrag für dieses Land leisten und wir wären stolz darauf, wenn du den gemeinsam mit uns in der CDU leistest. Ich bin dann oft gefragt worden, was heißt das dann, wie erklärt sich das, ist das was völlig Neues, was die CDU jetzt macht? Jetzt streiten sich alle immer, ob ich konservativ oder liberal bin. Eigentlich ist das auch nicht relevant, denn ich würde persönlich sagen, das ist überhaupt nichts Neues, sondern es liegt sozusagen tief in den Wurzeln oder in der DNA der CDU. Viele, das wissen Sie, in der CDU haben eine ganz besonders enge Beziehung zum C. Nicht nur, weil sie selber Christen sind oder kirchlich gebunden, sondern auch, weil sie oft glauben, dass die Werte, die damit verbunden sind, Toleranz, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Werte sind, die dieser Gesellschaft gut getan haben. Zu dem C gehört aber das U, zwangsläufig. Denn das U steht für die Chiffre, dass damals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Herrschaft der Nazis Christen in Deutschland gemerkt haben, es funktioniert nicht, wenn die Katholiken auf der einen Seite und die Protestanten auf der anderen Seite, ich sage das so salopp, ihr Ding machen. Sondern etwas Gutes kann nur entstehen, wenn man auf das Gemeinsame schaut. Und dieses Union, das uns von allen anderen Parteien unterscheidet, ist deswegen eine Einladung an alle Menschen in diesem Land, so wie das C auch eine Einladung ist, an alle Menschen in diesem Land, die etwas Verbindendes suchen. Und die nicht morgens ihr Haus verlassen und sagen, was unterscheidet mich eigentlich denn vom anderen? Ich persönlich glaube, dass eine Gesellschaft reicher und erfolgreicher sein kann, wenn sie vielen Ideen, vielen Charakteren, vielen Zielen eine Chance gibt. Aber eine Gesellschaft wird am Ende des Tages nur erfolgreich sein, wenn sie sich als etwas versteht, was nicht nur die Summe von verschiedenen Teilen ist, sondern etwas Gemeinsames, etwas Ganzes. Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft gerecht und zukunftsfähig ist, wenn jeder an sich selber denkt. Dann ist zwar an alle gedacht, aber da kann daraus nichts Gutes werden. Und deswegen haben wir jetzt dieses Union vielleicht ein bisschen aufpoliert, aber es ist nichts, was wir neu erfunden haben. Ich glaube aber, dass wir als CDU gut daran tun, gerade nach dem großen Erfolg, den wir bei der letzten Bundestagswahl erzielt haben, das nicht als etwas zu nehmen, was dazu führt, dass wir uns zurücklehnen und entspannt sind und sagen, läuft schon, sondern dass wir das als Ansporn nehmen, besser zu werden, noch mehr Menschen anzusprechen, die tolle Ideen haben für dieses Land, für sich selbst. Und auch diesen Menschen zu sagen, wir sind der festen Überzeugung, Deutschland ist ein Land, das jedem unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Und wir wollen, dass das so bleibt. Wir wollen eine Politik machen, die Menschen Möglichkeiten bietet. Und wir wollen die Menschen vertreten und ansprechen, die diese Möglichkeiten suchen und auch ergreifen. Die sollen sich bei uns in der CDU wohlfühlen. Und diese Einladung, die wir heute auch mit dieser Veranstaltung aussprechen, der sind sie zahlreich gefolgt, zum großen Teil, weil sie schon zur Familie der Union gehören, zum Teil, weil sie vielleicht auch neugierig darauf sind, was meint die CDU damit genau, wo führt das hin? Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch nicht vielleicht heute, aber in der nächsten Zeit überlegt, es wäre toll, dabei zu sein in dieser Familie der Union. Wir haben ein spannendes Programm vor uns. Simile, du wirst uns gleich noch näher in das Thema einführen. Ich freue mich sehr, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, neben der Bundeskanzlerin und unserem Innenminister, der ja den Abschluss der Veranstaltung begleiten wird, zu uns zu sprechen. Ich darf dir sagen, jetzt muss man immer aufpassen, wenn man so ein bisschen in die Rolle des Älteren gerät. Ich habe das große Glück, mit dir in der Bundestagsfraktion zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt nicht so viel Vorsprung, ich bin eine Legislatur länger dabei als du. Aber ich kann dir attestieren und allen, für die du sprichst, die du vertrittst, nicht nur die Menschen in deinem Wahlkreis, sondern auch die, die du thematisch vertrittst, du machst das ganz, ganz hervorragend. Du bist eine unheimlich engagierte. Applaus
engagierte und couragierte Kollegin. Du hast deine eigene Agenda. Es ist gar nicht immer so leicht, dann auch mal dagegen zu halten. Aber bitte mach das weiter so. Halte weiter die Fahne für die CDU, gerade auch in deinem Themenfeld, hoch. Du bist da eine echte Bereicherung und toll, dass du heute mit uns diese Veranstaltung hier fürs Adenauerhaus organisiert hast und der Partei damit sicherlich hilfst und nicht nur den Menschen, für die du sprichst, eine Stimme gibst. Wir hören dir jetzt hoffentlich sehr aufmerksam zu und Ihnen allen wünsche ich einen spannenden Tag hier bei uns im Konrad-Adenauer-Haus. Seien Sie herzlich willkommen.